Herzlich willkommen, liebe Kommilitonen. Das, was ihr gerade eben gesehen habt, war ein Hochsprung. Für diejenigen Sportstände unter euch, die das noch nicht wussten. Beim Hochsprung kommt es darauf an, hoch zu springen. Und was bedeutet das, hoch zu springen? Zum Zeitpunkt des Absprungs kämpfen wir gegen die Gravitationskraft. Doch soweit allen Wissenschaftlern auf dieser Welt bekannt, werden wir die Gravitationskraft nie bezwingen können. Was wir jedoch machen können, ist, sie mathematisch zu beschreiben. Und da wir Mathe über alles lieben, lass uns auch gleich damit anfangen. Gegeben sei die Masse m1. Je näher die Kugel m2 der ersten Kugel ist, umso höher die Anziehungskraft von Kugel m1 auf Kugel m2. Was passiert nun, wenn ich den Abstand beider Kugeln zueinander vergrößere? Um den Wert r sagen wir mal. Die Gravitationskraft nimmt mit dem Quadrat des Abstandes beider Körper zueinander ab. Das bedeutet so viel wie, verdopple ich den Abstand, viertelt sich die Gravitationskraft. Verdreifache ich den Abstand, so neutelt sich die Gravitationskraft, etc. etc. Die grünen Quadrate sind r Längeneinheiten voneinander entfernt. Das größte und blasseste Quadrat ist 3r vom Massenmittelpunkt der Kugel entfernt. Das erste Quadrat passt genau viermal ins zweite, zweitgrößte Quadrat rein. Die Gravitationskraft g viertelt sich also bei doppeltem Abstand. Wie oft passt das kleinste Quadrat wohl in dieses große Quadrat rein? Versuchen wir mal, das Ganze mathematisch niederzuschreiben. Es ist klar, r muss unterm Bruchstrich stehen, denn wenn sich der Abstand r vergrößert, dann verkleinert sich der Wert für f, sprich für die Gravitationskraft. Überm Bruchstrich steht, jetzt bezogen auf unser erstes Beispiel mit den zwei Kugeln, das Produkt der Massen beider Kugeln. Was bedeutet nun aber dieses Proportionalitätszeichen? Ganz einfach, ich habe eine Kugel, die 50 Kilo wiegt und eine Kugel, die 1 Kilogramm schwer ist. Deren Abstand zueinander beträgt 2 Meter. Setzen wir diese Werte nun in die obige Formel ein, so erhalten wir den Wert 12,5. Achtung, Achtung, eine Durchsage. 12,5 ist nicht gleich die Gravitationskraft. Wir müssen die 12,5 mit der Gravitationskonstante multiplizieren. Die Gravitationskonstante g hat folgende Einheit. Der Wert beträgt um die 6,674 mal 10 hoch minus 11. Schon eine ziemlich kleine Zahl. Man bedenke, dass das Komma um 11 Stellen nach links verschoben wird. Wie sind die Wissenschaftler denn jetzt nun auf diese komische Zahl 6,674 mal 10 hoch minus 11 gekommen? Geometrisch veranschaulicht sieht der ganze Spaß so aus. Wir haben eine senkrecht stehende y-Achse und eine waagerecht liegende x-Achse. Dass die Gravitationskraft proportional zu dem Produkt beider Massen und umgekehrt proportional zu dem Quadrat ihrer Entfernung ist, ist uns bereits bekannt. Das Verhältnis beider Werte zueinander ist linear. Wir wissen allerdings nicht, welche Steigung diese Linie nun hat. Ist die Steigung der Linie ziemlich hoch? Oder doch sehr gering. Das, meine sehr geehrten Kommilitoninnen und Kommilitonen, verrät uns die Gravitationskonstante. Diese gibt uns Auskunft über die Steigung dieser Geraden. Und wie ermittelt man diese? Genau so. Hier haben wir wieder unser geliebtes Steigungsdreieck. Wenn es auf einer Strecke von 100 Metern 10 Meter hoch geht, dann rechnen wir die Höhe durch die Länge der Strecke. Und als Ergebnis erhalten wir eine 0,1. Wie sehen nun hier die Formel zur Berechnung der Steigung aus? Haben wir die Formel soweit aufgestellt, so fällt uns sofort ins Auge, dass wir keinen Wert für die Gravitationskraft haben. Wie Cavendish die Gravitationskonstante experimentell bestimmen konnte, erfahrt ihr im zweiten Teil. Adios, amigos!